Ich wüsste wirklich nicht, wie das Jahr besser anfangen könnte. Meine Familie ist da und wir segeln gemeinsam und es ist einfach perfekt. Ein neues Jahrzehnt war eingeläutet und es war Zeit, aus der Marina rauszukommen. Wir füllten also noch einmal unsere Wassertanks auf, klarierten aus Martinique aus und machten uns auf den Weg Richtung Süden. Der Plan war, von Martinique weg über St. Lucia bis zu den Tobago Cays in den Grenadinen und wieder zurück nach Martinique zu segeln. Mit rund 230 Seemeilen eine ganz schön ambitionierte Strecke für die 1,5 Wochen, die meine Familie mit uns an Bord verbringen würde. Einige Bekannte jedoch waren gleich nach Ankunft in der Karibik in die Grenadinen gesegelt und wollten nun die ganze Saison dort verbringen, weil es einfach so traumhaft sein soll. Mehr brauchte es also nicht, um uns zu überzeugen. Zuerst ging es jedoch nach St. Lucia. Bye bye, Martinique! See you later. A teardrop hanging from your upper lip, clinging on, afraid to fly. And I wait for the night when I will hold you tight. Also, ich sitze jetzt gerade da am Bug und schaue die Vögel an, wie sie auf der Jagd sind und sich komplett in die Fluten stürzen. Oh, es ist perfektes Segelwetter, wir haben 15 Knoten, wir düsen schön dahin. Vor uns glänzen die blauen Gipfel von St. Lucia und kommen immer näher und es ist einfach so schön. Gerade habe ich wieder einen Anfall von Dankbarkeit, dass ich das einfach erleben kann. Das ist unbeschreiblich schön. Also ich wüsste wirklich nicht, wie das Jahr besser anfangen könnte. Meine Familie ist da und wir segeln gemeinsam und es ist einfach perfekt. Perfekt. Voll warm. Warm? Schau, wie schön sie ist. Cool. Wow. Der erste Weg führte uns einmal mehr zu den Behörden, um einzuklarieren.
Danach zeigten wir meiner Familie die schönen Ecken von Rodney Bay, wo wir ja schon die ersten Tage nach unserer Ankunft in der Karibik verbracht hatten. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I let figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I let figure out where the road goes. Daheim waren die Feiertage immer ein bisschen langweilig gewesen. Spätestens am dritten Tag wussten wir nicht mehr so recht, was wir unternehmen sollen oder was wir uns überhaupt noch erzählen sollen. Und es war wirklich schön, die Feiertage mit der Familie, auch wenn etwas verspätet, einmal auf diese Weise zu verbringen. Wir verbringen jetzt zwar insgesamt viel weniger Zeit mit unseren Familien, insgesamt aber schätzen wir die gemeinsame Zeit umso mehr und wir sammeln Erinnerungen, die wir wohl nie vergessen werden. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind noch immer in der Bucht von Rodney Bay und werden uns jetzt auf den Weg machen zu den berühmten Pitons und freuen uns schon. Wir hoffen, dass wir segeln können. Im Augenblick ist sehr wenig Wind. 4 Knoten, das wird nichts mit segeln. Aber vielleicht, wenn wir ein bisschen weiter draußen sind. Mal schauen. Die Pitons sind St. Lucias Wahrzeichen. Egal von welcher Seite oder wie man sich St. Lucia annähert, ob von der Luft oder vom Wasser aus, sie sind das Erste, was man erkennt. Die zwei Vulkankegel, Grand Piton und Petit Piton, knapp 800 Meter hoch. Seit 2004 zählen sie zum Weltnaturerbe, nicht nur wegen der landschaftlichen Schönheit, sondern auch wegen der Artenvielfalt in dem ganzen Gebiet. So, wir fahren jetzt hier nach Souffrir und hängen uns wahrscheinlich an einem Mooring. Der Francis ist in seinem Beiboot daneben uns, ist einer von den Boat Boys hier, der uns jetzt mit der Mooring helfen wird und mal schauen, vielleicht machen wir am Nachmittag einen kleinen Ausflug, weil es gibt da ganz viele coole Sehenswürdigkeiten und Naturspektakel und wir freuen uns schon recht drauf, einfach mal zu erkunden. St. Lucia ist wirklich eine wunderschöne Insel und gerade die Pitons sind natürlich ein absoluter Touristenmagnet. Klar, so ein Naturspektakel hat man selten für sich alleine. Schade fanden wir jedoch, dass man auf der Insel so gut wie nichts auf eigene Faust unternehmen kann. Selbst wenn man mit einem eigenen Mietauto unterwegs wäre, müsste man bei jeder Attraktion einen Guide bezahlen, der einem alles zeigt. Da wir eigentlich lieber alleine und auf eigene Faust entdecken, war das für uns etwas eigenartig. Aber gut.
Francis half uns jedenfalls nicht nur mit der Mooring, sondern organisierte uns auch einen Fahrer, der uns zu den Sulphur Hot Springs brachte. Schade, dass man den Geruch nicht fotografieren kann. Es ist richtig warm, es ist richtig warm. Wie viele waren das jetzt? Drei? Vier? Fünf? Sulfur regt den Stoffwechsel an, wirkt sich positiv auf das vegetative Nervensystem aus, hat eine positive Auswirkung auf die Haut und Schleimhäute, Magen-Darm-Trakt und die Gelenke. Wir hätten es fast verpasst, aber hinter den Schlammbädern liegt eine Landschaft, die geradezu außerirdisch aussieht. Die Schwefelquellen sind hier vor rund 400.000 Jahren entstanden. Die schwarze Farbe des Wassers, das aus den Quellen hervortritt, kommt von der chemischen Reaktion des Schwefels mit dem eisenhaltigen Gestein. In den Quellen hat das Wasser über 100 Grad Celsius. An der Oberfläche kühlt es jedoch schnell ab, sodass man nur wenige hundert Meter flussabwärts eben darin baden kann. Wow, ich habe noch nie so einen Vulkan offen gesehen. Er ist das letzte Mal vor 200 Jahren ausgebrochen, aber ist überfällig für den nächsten Ausbruch, weil er im Durchschnitt alle 200 Jahre ausbricht. Da oben wohnen Bauern, die die nährstoffreichen Böden nutzen, um halt was anzubauen. Und man nennt sie die People Living on the Edge. Ganz lustig. Diese blubbernden Schlammlöcher, da hat es über 100 Grad drinnen. Und vor ein paar Jahren ist ein Guide dorthin abgestürzt, weswegen man jetzt als Tourist nicht mehr ran darf, und sie haben diese Geländer gebaut und nur mehr die Geologen dürfen hinein, um zu bewachen, wann der Vulkan wohl das nächste Mal ausbricht. Ganz schön heftig. Guten Morgen, es ist kurz vor sechs. Wir haben heute mal beschlossen, früh loszustarten, weil wir auf die Grenadinen wollen. Und die sind doch noch 60 Seemeilen entfernt. Und in der Karibik möchte man vermeiden, nach Sonnenuntergang anzukommen. Und der ist hier ja schon rechtzeitig um 5.30 Uhr. Also packen wir uns jetzt zusammen, trinken nochmal einen schnellen Kaffee und dann schauen wir, ob wir Segel setzen können heute. Aber es schaut schon viel besser aus als gestern. Das ist jedoch eine Geschichte, die wir euch erst im nächsten Video erzählen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns wie immer über euer Feedback.